meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei Grand Theft Auto 5. Unten links seht ihr Social Club, Inhalt des Social Clubs hinzugefügt. Ja, ich habe mich während meiner Offline-Zeit bei Social Club angemeldet, endlich mal. Jetzt darf ich also auch, ja, coole Selfie-Fotos schießen und die dann auch wirklich speichern. Und da kommt gerade irgendwie ein Kerl mit seinem Hund vorbei. Hallo Hundi. Haben die Hunde hier in dem Spiel irgendwie alle gestutzte Schwänze? Ich finde das eigentlich nicht so schön, weil das ist schon ziemliche Tierquälerei. Hast du dem den Schwanz abgemacht? Wie siehst denn du aus? Lass mich, zeig dich mal. Just stay away from me, okay? Aber du hast auch so ein Hipsterbart. Hör mal, du gehst aber hier auf meinem Spiel, auf meinem Flugplatz spazieren. Du weißt schon, dass hier auch ab und zu Flugzeuge landen. Wenn du den Hund natürlich auf dem Rollfeld langlaufen lässt, dann kann das passieren, dass der zu Hundehackfleisch wird. Ich will dich ja nur warnen. Und warum gehst du gerade in meinen Schuppen da? Jetzt bin ich aber mal gespannt, was der Kerl macht. Mit seinem Hund. Geht in meinen Schuppen und jetzt? Was macht der da? Schreibt eine SMS. Warum geht der denn fürs SMS-Schreiben in meinen Schuppen? Ja, dieses Spiel hat so viele Rätsel für uns offen. Und es gibt so viel, was ich gleich noch erzählen muss. Aber erst einmal will ich jetzt diesen komischen Typen beobachten. Ich weiß nicht, was der hier macht. Sollen wir nochmal nachfragen gehen? You scumbag? Hey! Du bist hier in meinem Schuppen. I'm gonna seriously fuck you up, eh? Warum denn? Guck mal, völlig ohne Grund fängt der Typ an, mich zu schlagen. Let's do this! Ha, der Idiot. Die Waffe ist nicht mal geladen. Und er fällt drauf ein. Hundilein, hallo. Dein Besitzer ist weg, magst du jetzt mein Hund werden? Mein süßes Hundipundi? Hallo? Hallo, Kleiner? Hallo? Hundi? Da geht er wieder. Hundilein, bist jetzt meiner? Guck mal, ich kann den Hund durch die Gegend schieben. Schieb den Wal zurück ins Meer. Ach nee, ist ja ein Hund. Magst du denn ein bisschen Fangen spielen? Ich habe zwar keinen Ball dabei, aber ich habe Haftbomben. Guck mal da hinten. Geh mal fangen. Fein! Lauf! Nein, das interessiert ihn nicht. Schade. Na gut, dann lassen wir das Hundi eben alleine. Der chillt ein bisschen bei meinem Flugplatz. Ja, beim letzten Mal traurige Ereignisse. Nachdem ich es lange vor mir hergeschoben habe, weil ich erst ganz viel Story-Missionen machen wollte und dann den nächsten großen Überfall machen wollte, haben wir festgestellt, nachdem wir ihn dann gemacht haben beim letzten Mal, dass wir 0 fucking Dollar dafür bekommen haben. Wir haben alles so schön vorbereitet und geplant. Und Trevor, okay, wenn er was vorbereitet, dann ist das immer ein bisschen kritisch, ob das auch was wird, aber... Es war viel Vorbereitung. Wir haben extra auf der Militärbasis einen Cargo-Hubschrauber geklaut und wir haben ein U-Boot geklaut, das im Übrigen irgendwo da noch hinten stehen müsste. Mal eben gucken gehen. Und dann haben wir das auch alles durchgezogen wie ein Profi. Ach, guck mal, da steht es. Und im Endeffekt, was ist draus geworden? Nischt. Wir haben nichts dafür bekommen für die ganze Arbeit. Finde ich ziemlich schade, aber das ist eben auch die Realität des Gangsterlebens. Trevor wollte irgendwas vom Militär klauen, wusste nicht was. Dann haben wir es geklaut, haben festgestellt, okay... Das sollten wir lieber zurückgeben. Chillig. Ich kann damit zwar jetzt hier nicht fahren, aber ich kann einsteigen. Also das steht jetzt hier rum, das bringt mir natürlich hier in der Wüste nichts, aber wenn man einen Cargo-Hubschrauber hat, dann kann man das ja hier wegbringen, kann sich es in beliebige Gewässer bringen, entweder ins Meer oder in Alamo See oder sonst wohin und dann kann man ein bisschen tauchen gehen, können wir auch immer mal machen.
Naja, ich war etwas enttäuscht. Das ist, denke ich, verständlich, dass wir da nichts für bekommen haben. Aber okay. Und jetzt hat sich inzwischen übrigens meine To-Do-Liste, die ja vorher immer auf so kleinen Zettelchen war, umgewandelt in ein komplettes Word-Dokument auf meinem Netbook, das neben mir steht. Ich kann ja mal vorlesen, da sind teilweise Sachen bei, die ihr geschrieben habt, die ich machen soll, teilweise Sachen von mir. Und zwar, Benzin ausgießen aus einem Kanister, beziehungsweise einen Kanister klauen an der Tanke, dann ausgießen und Sachen anzünden, hat jemand geschrieben. Dann würde ich gerne mal ein Luftschiff ordern, das haben wir nämlich auch noch nicht angeguckt. Dann würde ich gerne einen Lotus Elise, beziehungsweise einen Tesla Roadster klauen, das ist ein Elektroauto und den Tune. Dann wollte ich eigentlich mit Michael den Wacker klauen. Bei den Autos ist das momentan, beziehungsweise kaufen, bei den Autos ist das so eine Sache. Es gibt einen bekannten Bug, den auch Rockstar schon geschrieben hat, der noch nicht gefixt ist, dass Autos, die man kauft oder in der Garage speichert, verschwinden, wenn man Missionen macht und dies, das. Deswegen mit Autos kaufen bin ich etwas vorsichtig. Ich wollte ja eigentlich den Wacker kaufen, nur auf deine Eier zu callen, Trevor. Aber bevor ich da jetzt 240 Riesen reinstecke und die dann wieder, der dann wieder weg ist, so wie Trevors BMW, lassen wir das lieber und warten damit noch ein bisschen, bis das behoben ist. Dann habe ich mich beim Social Club angemeldet, das habe ich gemacht, das kann ich eigentlich von meiner Liste streichen. Dann wollte ich die Munition bei verschiedenen Charakteren auffüllen, zum Beispiel er hat keine Munition mehr für den Granatwerfer, wenig Sniper-Schuss und so weiter und so fort. Das haben wir bei Michael und so müssen wir es auch noch machen und die Waffen alle noch ein bisschen verschönern und aufbessern. Dann, beim Franklin wollte ich Meteor Dust, war ein Riesenerfolg beim Hühnerfest von Paletto Bay. Okay, das sind jetzt also so Nachrichten, die wir jetzt kriegen wegen Social, Rockstar Social Club. Jedenfalls, dann wollte ich ja, mit Franklin diesen Sand King XL kaufen und tunen, so ein Riesen-Jeep. Aber auch da wieder die Sache mit den Autos, die verschwinden, also bevor wir da irgendwas kaufen, warten wir noch ein bisschen. Dann wollte ich, ich steige schon mal in den Heli, denn ich habe noch was anderes vor, das steht auch auf der Liste, da können wir uns schon mal hinbegeben. Dann, das ist übrigens der Heli von Trevor, da steht ja auch irgendwie drauf, TP Enterprise, hatten wir glaube ich auch schon mal angeschaut. Ich starte schon mal, während ich weiter auf die Liste gucke. Dann wollte ich mit Michael zum Psychiater gehen, auch das haben wir noch nie gemacht, auch wenn das eigentlich mal gemacht werden sollte. Dann wollte ich mit Michael oder sonst wem mal Tennis spielen oder Golf spielen. Und ich wollte mit Franklin noch in die Flugschule gehen. Ich wollte die Stunt-Challenges machen, die wir hier in der Wüste haben, wegen der Special Edition da hinten bei dem Flugzeug. Ich wollte einmal aufs höchste Hochhaus fliegen mit einem Heli und dann von da runterspringen. Und ich wollte gerne mal auf den Mount Chiliad. Und was bietet sich gerade besonders an? Natürlich der Mount Chiliad. Der ist nämlich da vorne, direkt unterhalb des, oberhalb des... Okay, andersrum. Der LMOC liegt direkt unterhalb des Mount Chiliad. So. Und der Berg, den kennen wir ja auch aus San Andreas, damals war der auch schon der größte Berg, war aber im Vergleich zu dem hier winzig, also das ist jetzt so ein Riesenungetüm. Und da fliegen wir jetzt einfach mit unserem persönlichen Privathelikopter um auf die Spitze und schauen uns da mal um, wie ist die Aussicht, da war ich ja auch noch gar nicht und man muss ja auch mal ein bisschen die Welt so erkunden. Und da das ja der größte Berg oder vielleicht sogar der höchste Punkt im ganzen Spiel ist, auf jeden Fall sehenswert, denke ich. Also ihr seht schon, das ist riesig hier. Das ist ja nur so ein kleiner Nebenarm. Wir können jetzt nochmal hier runtergehen, um uns anzugucken, wie groß die Dimensionen dieses Berges sind, wenn man mal zum Fuß da drauf steht. Denn mit dem Heli sieht das alles vielleicht kleiner aus, als es ist. So, wir landen mal vorsichtig. Und steigen mal eben aus. Und dann können wir uns das Ganze auch mal, da können wir uns mal bewusst werden, wie riesig, ich will nicht in den Rotor, in die Rotorblätter laufen, wie riesig dieser Berg ist. Also man steht jetzt schon ziemlich weit oben und wenn man jetzt mal, aus der Heli-Sicht sieht es vielleicht klein aus, aber wenn man mal sieht, das sich überlegt, das ist schon eigentlich fast echter Maßstab. Das könnte echt ein wirklicher Berg sein, wenn man jetzt hier zu Fuß stände und da hochwandern müsste. Ich glaube, wenn man von ganz unten den richtigen Pfad hochwandert, dann braucht man wahrscheinlich ziemlich lange. Wenn ich jetzt hier, also normales Gehtempo, man rennt ja nicht die Berge hoch so in dem Tempo normalerweise, sondern wenn man ganz normal diesen Berg hochgeht auf richtigen Wegen, dann brauchen wir wahrscheinlich wirklich lange. Naja, aber wir haben ja das Glück, einen Privathelikopter zu haben und dann machen wir uns jetzt wieder auf den Weg auf die Spitze da oben. Die Bergsteiger, die da zu Fuß hochgegangen sind, werden sich wahrscheinlich jetzt wundern. Lol, immer diese reichen Leute, die denken, sie müssten hier mit dem Heli da hochfliegen und sind zu faul hochzulaufen oder mit dem Fahrrad hochzufahren. Aber na gut, wenn man sich's leisten kann, dann fliegt man halt mit dem Privat-Heli. Was ich ja ganz, ganz arg vermisse, weil ich weiß es nicht, es gibt's wahrscheinlich nicht, aber ich weiß es nicht hundertprozentig, weil ich noch nicht so lange spiele. Okay, ich spiele schon 50 Parts, aber es ist für GTA-Verhältnisse nicht lang. Ob es nicht sowas wie Jahreszeiten geben könnte. Sagen wir mal, wir wissen ja, dass es Schnee gibt. Den haben wir ja in den Cheats gesehen, dass man den aktivieren kann. Und es wäre doch Hammer, wenn es Jahreszeiten gäbe und dann hier oben alles voller Schnee wäre und man Ski fahren könnte und Snowboard den Berg hier runter, die steilen Hänge. Boah, wäre das Hammer.
Aber ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Und wenn ja, vielleicht gibt es halt irgendwann mal einen Mod, dass man hier so schneebedeckte Berge hat und sowas. So, wir sind fast auf der Spitze, fast auf dem Gipfel. Haben wir denn auch ein offizielles Gipfelkreuz? Wahrscheinlich nicht, aber da oben ist eine Aussichtsplattform auf der Spitze. Also, wir sind oben. Wo kann man denn hier mal... Habe ich ja hier keinen Heli-Landeplatz irgendwie oder so? Nein, sowas gibt es hier nicht. Okay, dann lande ich jetzt einfach mal hier, da wo schon die Wandersleute rumstehen. Grüß Gott, ja, grüß Sie. Seid ihr auch hier? Ich sehe natürlich etwas komisch aus mit den Überfallklamotten. So, hier oben haben wir also ein Motorrad. Die Leute, die gerade noch da waren, sind jetzt irgendwie alle panisch weggelaufen, habe ich das Gefühl. Nur weil jemand mit dem Heli landet. Ah ne, hier ist noch jemand. Schönen guten Tag. Und was machen Sie hier so? Auch am Wandern, oder? I ain't even tripping on you. Ja gut, schönen Tag noch. So, dann schauen wir mal hier durch das Fernglas. $1 kostet das. Was haben wir denn da so? Wir haben da unten den Alamo See. Da ist Sandy Shores, wo Trevor lebt eigentlich normalerweise. Dann haben wir da das Gefängnis. Das ist das Gefängnis. Ich weiß gerade nicht genau, wie es heißt, aber das ist das Gefängnis. Da haben wir die Berge, da haben wir dann Winewood hinter. Oh, und da ist die Skyline von Los Santos. Ist das weit weg? Guck mal da hinten. Das sind die Hochhäuser. Das ist Downtown in Los Santos. Da steht mein Heli, okay. Ansonsten gibt es hier nicht mehr viel zu entdecken. Noch den Sonnenuntergang oder was? Wie spät ist es denn? Es ist... Ach so, könnte ich auch auf dem Handy gucken. 18 Uhr, doch, das ist der Sonnenuntergang. Tja, das ist also die Spitze, der Gipfel des Mount Chiliad. Und da dieses Häuschen, das ist eine Seilbahnstation, denn lustigerweise kann man hier auch mit der Seilbahn hochfahren. Also, es wurde schon an die Faulen und Alten gedacht, aber man kann halt auch faul und alt sein und mit dem Heli hochfliegen, da muss man nicht die Seilbahn nehmen. So, und jetzt würde ich gerne mal versuchen, ob ich hier oben auf dem Gipfel mir ein Atomic Blimp, also ein Luftschiff, einen Zeppelin bestellen kann. Wir gehen dazu mal auf Kontakte. Ach so, eine Sache würde ich mal gerne gucken. Einstellungen. Nein, das möchte ich nicht. Da kann ich umstellen, dass ich im Schlafmodus bin. Dann kann mich niemand anrufen. Auch keine Story-Sachen. Das möchte ich aber nicht tun. Darf ich wieder rausgehen? Danke. So, Klingelton können wir wechseln. Hoffentlich gibt es da irgendwann noch mehr zur Auswahl mit GTA Online. Denn die drei sind ja wirklich sehr wenig. Stimmen wir mal den rein. Und wir können es auch auf Stumm schalten. Dann können wir den Hintergrund verändern. Dann machen wir mal blau. Und Vibration kann ich einstellen. Machen wir mal die Vibration an. Gut, das hätten wir soweit. Dann können wir mal auf Kontakte gehen. Luftschiff, genau. Ich würde gerne ein Luftschiff haben. Geht das gerade oder ist gerade ungünstig? Hi, this is Atomic Blimp. Can I help you? Ja. Any blimps available? I'll send one out to you right away. Excellent. Thank you for calling Atomic Blimp Services. Goodbye. Ja, danke, dann schick mir doch mal eins. Und da geht wunderschön die Sonne unter. Ist das schön. Da muss man ja eigentlich mal ein Gipfelfoto schießen. Jetzt, wo ich endlich Fotos schießen kann. Willst du mit aufs Foto? Nee, ich bin nirgendwo abgehauen. Hallo. Du auf dem Gipfel. Ist das ein schönes Foto? Zack. So, das wird jetzt in der Galerie gespeichert. Wo kommt denn eigentlich mein Luftschiff? Was ist mit meinem Luftschiff? Das ist der Mond. Da ist der Mond. Herrlich. Warte mal. Sollen wir ein Foto zusammen machen? Warte mal. Komm mal her. Schnucki. So, Foto machen. Und dann auf Selfie. Bitch. Wie Bitch? Nein, du willst doch mit drauf. Hallo. Hey. Ach, die weiß doch gar nicht, was sie verpasst. Na, dann fotografiere ich mich jetzt mal noch hier vor dem Hintergrund mit der Sonne auf dem Berggipfel. So, machen wir mal noch ein Selfie. Man muss ja auch solche denkwürdigen Momente festhalten. Ach so, jetzt stehe ich natürlich falsch rum. Moment. Ach, der dreht sich immer um. Okay, da muss ich ja so rumgucken. So, und jetzt dann aber einen Selfie machen. Ja, wunderschön. Ich auf dem Gipfel, Foto für Instagram. Nice.
So, das können wir auch noch speichern. Aber jetzt habe ich doch ein Luftschiff bestellt und sie hat gesagt, es wird eins vorbeigeschickt. Wann und wo kommt das denn dann bitte an? Weil ich sehe noch nichts davon. Ich frage mich auch, wie das funktionieren soll, weil das muss ja irgendwie landen dann. Ach, guck mal, wann das, Leute. Da gehen wir mal uns dazu gesellen. Ah ja, klar, dass die den Sonnenuntergang genießen. Guckt euch den an, wie schön das ist. Schönen guten Tag. Darf ich mich dazustellen, auch ein Foto machen? Warum gehen immer alle, wenn ich irgendwo hinkomme? Keiner mag mich. Niemand mag mit mir Sachen machen. Dann stürze ich mich halt vom Berg. Apropos vom Berg stürzen. Ich glaube, wir nehmen uns jetzt echt mal ein Motorrad und schmeißen uns hier einfach mal vom Berg. In der Hoffnung, dass der Helikopter dann irgendwie zurückgebracht wird zu meinem Zuhause und dort gespeichert wird. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Dann steht der nämlich für immer hier oben, weil mein Luftschiff kommt ja irgendwie nicht. Keine Ahnung, wo das sein soll. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Warte mal, da haben wir den Mod. Wo man denn am ehesten mal runterfahren möchte. Also ich habe da unten sowas wie eine Rampe gesehen eigentlich. Da, seht ihr das? Da würde ich eigentlich gern runterheizen. Okay, so weit bin ich schon mal gekommen. Sollen wir es einfach machen? Ich habe einen Fallschirm sogar, ne? Habe ich einen Fallschirm? Oh, warte mal, ich wollte nicht schießen. Habe ich einen... Ja! Danke, Motorrad, schmeiß mich um. Habe ich einen Fallschirm? Ja, ich habe einen Fallschirm. Was? Wofür habe ich denn jetzt den Fahndungsstern bekommen? Hä? Also das ist kriminell. Okay, wir machen uns einfach mal davon, indem wir den Berg runterheizen, würde ich sagen. Oh. Okay, weit sind wir leider nicht gekommen. Ich dachte, ich könnte jetzt noch weiter springen und dann anfangen, irgendwie runterzuspringen und mit dem Fallschirm da runter zu fliegen. Werden wir auch sicherlich irgendwann nochmal machen. Aber wenn ich das jetzt wiederholen wollen würde, müsste ich jetzt da hoch und dann nochmal und dann, nee, das wäre mir zu viel Arbeit. Aber gut, man musste einfach mal sich den Berggipfel anschauen. Das stand auf jeden Fall auf meiner Liste, das haben wir abgearbeitet. Wieder ein Punkt besser, ein Punkt mehr, den wir geschafft haben. Aber wo mein Luftschiff bleibt, das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Wo man das dann abholen kann oder ob das einen irgendwie abholt oder keine Ahnung. Aber ich werde auch gerade irgendwie nicht mehr zum Krankenhaus gebracht. Insofern, vielleicht muss ich sowieso die PlayStation neu starten. Nein, es hat tatsächlich einfach nur ganz lange gebraucht.